B1.4. Zeigen Sie, dass sich das Volumen V der Pyramiden AN, BCN, DSN in Abhängigkeit von x wie folgt darstellen lässt. V von x ist gleich minus 1,5x² plus 9x plus 108 Kubikzentimetern. Unter den Pyramiden AN, BCN, DSN besitzt die Pyramide A2BC2DS2 das maximale Volumen. Berechnen Sie den zugehörigen Wert für x und das Volumen V max der Pyramide A2B2DS2. So, fangen wir erst mit dem allgemeinen Volumen an, also in Abhängigkeit von x. Dafür brauchen wir jetzt erstmal die Volumen, das Volumenformel der Pyramide. Das finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 37. Und da heißt es, das Volumen ist gleich ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. So, die Höhe kennen wir schon. Schauen wir kurz in das Bild oben rein. Nämlich die Höhe ist die Strecke MSN. So, was haben wir als Grundfläche? Ja, aus der Aufgabenstellung wissen wir, die Grundfläche ist eine Raute. Und dementsprechend brauchen wir dann die Flächenformel für die Raute. Steht ebenfalls in der Formelsammlung, und zwar auf der Seite 32 diesmal, wo es heißt, die Fläche einer Raute lässt sich berechnen aus 1/2 mal Diagonale 1 mal Diagonale 2. Also die Grundfläche ist hier in dem Fall gleich wie die Fläche. Also das brauchen wir hier. So, haben wir alles gegeben. Jetzt versuchen wir es auszurechnen. G ist gleich 1/2 mal. So, jetzt müssen wir herausfinden, was sind denn unsere Diagonalen in diesem Fall. Ja, wir sind immer noch in der blauen Pyramide. Eine Diagonale sehen wir gleich, das ist die Strecke BD. Die kennen wir schon, also können wir einfach übernehmen. Mal, und jetzt die zweite Diagonale. Die zweite Diagonale ist die Strecke A1, C1. So, wie kommen wir jetzt da drauf? Nun, eigentlich aus dieser Aufgabe, aus der vorherigen Aufgabe, wir wissen ja, die Strecke A1, C1 ist verkürzt worden von der ursprünglichen AC. Also wir haben die Strecke AC genommen und hier etwas abgeschnitten und hier etwas abgeschnitten. Das machen wir jetzt, nehmen wir diese Tatsache einfach her und sagen, wir haben die Strecke AC und schneiden davon was ab. Nun, was haben wir abgeschnitten? Hier haben wir 0,5x abgeschnitten und hier 0,5x. Also schreiben wir es einfach hin. Also minus 0,5x auf der linken Seite und minus 0,5x auf der rechten Seite. Und das ist dann eigentlich die Länge meiner Diagonalen. Jetzt kann ich schon einsetzen, was bekannt ist, und vereinfachen. 1/2 mal BD waren 9 cm. So, und AC sind 12 cm. Minus 0,5x minus 0,5x ist 1x, oder auch vereinfacht geschrieben x. Und Klammer zu. So, und diese beiden Zahlen darf ich ja nicht zusammenrechnen, weil ich keine Variablen von normalen Zahlen abziehen darf. Aber ich kann noch weiter vereinfachen. 1/2 mal 9 sind 4,5 mal 12 minus x. Und jetzt kann ich noch die Klammer auflösen. 4,5 mal 12 sind 54 und 4,5 mal minus x sind minus 4,5x. So, das wäre jetzt meine Grundfläche. Die setze ich jetzt in meine Volumenformel ein. Also V ist gleich ein Drittel mal. So, und jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass ich eine Klammer setze. 54 minus 4,5x. Warum? Würde ich jetzt keine Klammer setzen, dann würde es heißen, dieses ein Drittel wurde nur mit der 54 multipliziert. Aber nicht mehr mit der minus 4,5x. Da dieses ein Drittel aber mit der kompletten Grundfläche multipliziert werden muss, muss ich in diesem Fall auch die Klammer setzen. So, und jetzt brauche ich noch die Höhe. Die Höhe war, wie vorhin gesagt, die Strecke MS1 oder SN in dem Fall. Und wie kriegen wir die? Naja, ganz einfach. Es war die Strecke MS plus noch eine Strecke X dazu. Also schreiben wir das genauso auf. Strecke MS plus X. So, setzen wir nochmal ein. Ein Drittel mal, den Rest einfach abschreiben. 4,5x mal, so MS waren 6 cm,
und das plus x. So, jetzt geht's ans Vereinfachen. Wir nehmen zuerst den Faktor und die erste Klammer. Die zweite Klammer lassen wir einfach mal stehen. Also kann ich gleich hinschreiben, mal 6 plus x. So, und rechnen wir aus, 1 Drittel mal 54 kann man in den Taschenrechner eingeben, dann kommt hier raus 18. 1 Drittel mal minus 4,5x plus mal minus ist minus und 1 Drittel mal 4,5 sind 1,5. Und dann noch die x dazu. So, in dem Fall ist es ganz wichtig, dass wir hier auch nochmal eine Klammer drumherum setzen. Ansonsten würde man nur die 1,5x mit dieser Klammer hier multiplizieren. Aber wir haben ja eine durchgängige Multiplikation. Also Klammer nicht vergessen. So, jetzt müssen wir noch die Klammern auflösen. In dem Fall 18 mal 6 kann man ausrechnen. 10 mal 6 sind 60 und 8 mal 6 sind 48. Also bekommen wir 108 raus. 18 mal plus x sind dann 18x. Minus 1,5x mal 6 sind minus 9x. Und minus 1,5x mal x sind minus 1,5x². So, jetzt muss ich noch vereinfachen. Ich sortiere auch gleich und fange mit dem x² an. Also minus 1,5x². Und jetzt 18x minus 9x sind plus 9x und zum Plus noch plus 108. Und ganz zum Schluss schreibe ich nochmal die Einheiten hin, falls ich das später nochmal brauche. So, vergleiche ich mit der Formel, die ich oben habe, minus 1,5x² plus 9x plus 108. Und tatsächlich stimmt überein. So, jetzt müssen wir weiterrechnen. Hier heißt es, berechne den zugehörigen Wert für x und das maximale Volumen der Pyramide A2BC2DS2. Wer jetzt einen grafikfähigen Taschenrechner hat, tut sich hier natürlich sehr einfach, weil man einfach diese Volumenformel nehmen kann. Ja, ich schreibe es jetzt nochmal auf. Minus 1,5x² plus 9x plus 108. Und theoretisch, wer jetzt eben einen dieser Taschenrechner hat, mit der Funktion Calculate Maximum sich gleich das Maximum bestimmen lassen kann. Da kommt ein Wert für x und ein Wert für y raus und dann setzt man dann einfach dementsprechend ein. Ja, wer jetzt keinen solchen Taschenrechner hat, der kann sich aber trotzdem sich die Lösung sehr einfach machen, ohne jetzt über die quadratische Ergänzung gehen zu müssen. Der muss sich einfach nur diese Gleichung oder diese Form hier anschauen und sieht, es ist ein quadratischer Term. Ja, die höchste Hochzahl ist hoch 2. Also haben wir einen quadratischen Term. Jeder quadratische Term oder Funktion besitzt einen Scheitelpunkt. Dieser Scheitelpunkt ist automatisch das Maximum oder das Minimum davon. Wir können also den Scheitelpunkt berechnen von dieser Funktion. Wird jetzt einerseits über die quadratische Ergänzung gehen, aber hier benutzen wir auch für die Formelsammlung, weil da haben wir noch eine etwas elegantere Lösung. Auf Seite 13 finden wir alles Nötige. Und da finden wir auch über den Scheitel, dass die x-Koordinate des Scheitels minus b geteilt durch 2 mal a ist und die y-Koordinate sich berechnen lässt aus c minus b² durch 4 mal a. Jetzt gilt es halt nur herauszufinden, was ist a, was ist b und was ist c. Da überlegt man sich einfach Folgendes, jede quadratische Term, wenn man den allgemein angibt, hat er die Form ax² plus bx plus c. Das a ist also immer der Zahlfaktor für x². Das b ist immer der Zahlfaktor für x und das c entspricht immer der Zahl ohne Variable. Und das brauche ich jetzt einfach nur noch simpel in meine Gleichungen hier unten einzusetzen. Also kann man sagen, die x-Koordinate des Scheitels, also s steht für Scheitel, ist minus Bruchstrich, b ist 9 und geteilt durch 2 mal a und a war minus 1,5. So, und das kann ich jetzt einfach in den Taschenrechner eingeben und dann kommt raus, xs ist gleich 3. Ja, also ist mein gesuchtes x 3. So, jetzt brauche ich noch ys.
Geht genau gleich. C ist 108 minus, so, jetzt habe ich hier b Quadrat, b war ja 9, also 9 zum Quadrat, geteilt durch 4 mal minus 1,5. Wiederum in den Taschenrechner eingeben und dann erhalte ich einen Wert von 121,5. So, alles was ich jetzt noch machen muss, ist es noch entsprechend zu interpretieren. Also kann ich angeben, dass Vmax ist, jetzt hier brauche ich das Ys, 121,5 Kubikzentimeter für x gleich 3. Und an dieser Stelle bin ich jetzt fertig.